Betis, ja, extreme Qualität. Ja, sehr qualitativ starke Spieler, ja, absolut. Und alle dem können wir nur zustimmen. Ja, und alle sind anders. Leo hat diese 1 gegen 1 und King hat das auch und Joao gewinnt die Zweikämpfe und kann auch sauber am Ball mitspielen und so haben wir bei jedem Spieler... All is possible. Ich habe Palinha extra gefragt, ob er Stärken nochmal mit reinbringen konnte heute, um das Spiel stärker zu machen. Achso, ja, aber das meine ich. Er hat mit seiner Stärke hat er das Spiel natürlich beeinflusst. Göde war gut. Deswegen haben wir auch die Wechsel gemacht, aber es ist jetzt nicht zu sagen, dass die anderen das nicht gut gemacht haben, natürlich. Jetzt steht Sonntag noch Frankfurt auf dem Programm, dann ist ein bisschen Pause, aber der FC Bayern München hat natürlich auch immer viele Nationalspieler, die der Verein abgeben muss und dann Barcelona in der Champions League. Wie gehen Sie diese Wochen jetzt an? Auch von der Belastungssteuerung, die ja für Sie sehr wichtig scheint, wie Sie es uns erklärt haben. Ja, weil Hauptsache für mich ist, dass wir keine Verletzungen haben. Wenn wir diese Spiele haben, diese Bank haben, wir werden immer was Gutes machen in den Spielen. Dieses Vertrauen habe ich in die Mannschaft und in die Spieler, aber die müssen fit sein. Und wenn die fit sein, für mich, das ist das Wichtigste. Und dann kommt, dann werden wir weiter viele Spiele gewinnen, in meiner Meinung. Was ist die Erkenntnis aus dem Spiel? Und, oder meiner Meinung nach... Tja, höhere Gewalt, Gala kommt auf TV.